Kurze Einleitung von zu Hause zum Video. Was ist eigentlich passiert nach meinem letzten Test beim aktuell besten Döner Deutschlands? Die haben die Hütte eingerannt. Da waren es bis zu 3 Stunden Wartezeit, 2 Schlangen. Es gibt unzählig viele Meinungen. Viele sagen, Holle, da hast du mal wieder was gefunden, das ist krank. Es sagen aber auch sehr viele, das, was ich da hatte, hat nichts mit deinem Döner zu tun gehabt. Oder einfach Fleischsteak, kein Geschmack und. Ich habe unzählige Sachen gelesen. Für mich ist es wichtig, an der Stelle mein Gesicht zu wahren. Und deshalb muss ich so einen Test machen, um auch für euch nicht doof darzustellen. Denn wenn jemand da hinfährt und der Döner scheiße, weil die ihre Quali nicht halten können, ist das für mich ein Vertrauensverlust irgendwo auch von euch an mich. Und deshalb heute ganz wichtig, dieser Undercover-Test. Viel Spaß dabei. Wir sehen uns vor Ort. Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute kurz und knackig. Wir testen den besten Döner Deutschlands undercover mit einem kleinen Zusatz. Es ist in sämtlichen Kommentaren, nicht nur bei mir im Video, sondern auch bei den Jungs auf deren Kanal, richtiger Konflikt ausgebrochen. Richtiger Konflikt. Kurz gesagt, Tonbus-Supporter kommen raus, sagen, bam, das ist immer noch der beste. Holla, aber scheiße, blablabla. Dann soll der Platzhirsch, der Nazar, der ist da um die Ecke. Kommen ganz viele und sagen, der ist 1000-mal kranker. Den musst du testen, Holle. Offenbach nichts dagegen. Und dann natürlich der Offenbacher-Döner, der Jamedina. Und wir werden in diesem Video rausstellen, was Phase ist. War Tonbul nur ein Ausrutscher letztes Mal? Da geht's direkt los. Keine Angst, wird keine lange Nummer. Wir holen direkt Tonbul gleich auf die Hand, checken den ab und schauen direkt einfach, was abgeht. Ne? Tonbul letztes Mal hat mich erschrocken, Leute. Erschrocken, 5 von 10 habe ich gegeben. Ich denke, ihr habt das Video gesehen. Und der hat ja richtig unangenehm auch gerochen, geschmeckt. Da habe ich übrigens von jemand anders das Gleiche auch gehört. Er hat das erzählt, dass er das Gleiche auch hatte. Ich habe viele auch gefragt, Tonbul-Supporter auch. Viele haben da aber wirklich, eigentlich alle haben da bis auf einer gesagt, dass er stark nachgelassen hat. Wir machen jetzt nochmal den finalen Test. Unser Undercover-Agent Dominik kommt gleich an den Start, den begrüßen wir. Und der holt uns die Döner raus. Hier nochmal kurz vor euch. Hier habe ich geparkt und damit ihr kurz einen Einblick habt, hier geht's längs. Ich habe mir einen guten Platz ausgesucht. Das regnet hier auch so eine Scheiße, ey. So, ach ne, ich kann mich noch weiter rauswagen aus der Höhle des Löwen hier. Und da vorne, da hinten, 60 Meter, da ist Tonbul. Wir sind jetzt direkt wieder am Start mit einem guten Dominik. Du holst uns bei Tonbul eben raus. Schön Zwiebeln, Tomaten, keine Soße. Und wir checken das ab direkt, würde ich sagen. Alles klar, starten wir. Puffig einkassiert. Ah ja, er ist schon am Start. Oh, warte, lass ich mal einmal anfassen. Oh, das ist ein Oschi. Oh, ich drück dir direkt mal eben meine Kamera in die Hand. Warte, den nehme ich hier. Ja, die haben dieses Salat, Tomate und Gurke haben die gemischt. Ach so, das ist jetzt zusammen da in dem Döner immer? Okay, halb so wild. Das ist jetzt nicht so eng. Wir wollen eher gucken, Leute, kackt der so ab wie letztes Mal? Oder geht der zumindest klar? Das ist auch echt aber ein Oschi, das muss man sagen. Also Brot direkt 10.000 noch besser als letztes Mal. Fleisch, guten Geruch, das ist schon mal abgedeckt. Fleisch komplett anders als letztes Mal. Geile Würzung wieder drin, richtig intensiv, aber nicht zu doll. Die Würzung ist allerdings auch jedes Mal irgendwie ein bisschen anders, habe ich das Gefühl. Dieses Mal erinnert die so ein bisschen an dieses klassische Pommesgewürz. Bei uns früher im Freibad, wenn es Pommes gab, hat extrem den Stil. Jetzt müssen wir nur gucken, ob die Saftigkeit bewahrt wird hier noch. Was jetzt die Gefahr einfach ist, früher war es immer bei Tonbul so, gefühlt unten hat sich alles aufgesogen mit der Soße. Also mit der Soße vom Fleisch, nehmen wir immer ohne Soße. Es war so saftig, knaftig, du hast kein bisschen Soße gebraucht. Und das läuft jetzt Gefahr, dass es das eben nicht der Fall ist. Und der Fleischgeschmack ist Endlevel wieder. Ich muss auch sagen, der Laden hängt von so vielen Sachen ab. Alleine welche Uhrzeit ihr da seid. Kommt ihr morgens, kommt ihr nachmittags, kommt ihr abends. Es gibt den perfekten Zeitpunkt für einen Döner und das ist eigentlich normalerweise nachmittags. So 2 Stunden nach Neuöffnung. Oder nach dem, was hast du gesagt, nach dem Suff morgens? Nach dem Suff morgens. Das war ein herzhafter Biss. Musst du nicht reindenken, Leute. Ich weiß nicht, was das letztes Mal war, Leute. Mir hat genau das gleiche ein anderer Kollege jetzt gerade erzählt, dass er selbst, wenn er da reinkommt, oft so einen unangenehmen Geruch vom Fleisch hatte. Also wenn er in den Laden reingekommen ist. Und das hatte ich ja letztes Mal bei meinem Döner. Unangenehmer Geruch, unangenehmer Geschmack sogar gerade. Muss ich sagen, wirklich unangenehm. Beim Geschmack als auch beim Geruch. Das ist ein krank guter Geschmack, Leute. Saftigkeit ist, wie gesagt, nicht ganz so wie beim einen oder anderen Mal, aber immer noch gut. Und der Geschmack vom Fleisch ist Endlevel wieder. Ich sag euch genau das, was ich jetzt schmecke und spüre. Kein Taktikgeplänkel hier so oder irgendwelche Chosen. Es ist so, wie es ist. Ich kann es euch nur sagen, wie es gerade ist. Ja, dieses Mal ist safe. Nicht so viel Pute wie letztes Mal. Letztes Mal war gefühlt nur Pute drin. Ich werde kurz in mich gehen, Leute, und dann seht ihr Bewertung von hier. Also wir machen so, Dominik, wir sehen uns jetzt direkt in Offenbach. Bewertung gebe ich euch später. Scheiß drauf, ich muss da nochmal in Ruhe drüber nachdenken. So wie ich letztes Mal gestern habe, nicht mit diesem Pferdbrot, sondern dem anderen. Tomaten, Zwiebeln oben nochmal, nur oben rüber, so ein bisschen von dieser weißen Soße nochmal rüber. So als kleines Topping. Und dann sehen wir uns gleich da, Brudi.
Couscous. Also ich werde in der Reihenfolge, werde ich jetzt Offenbach testen, aber euch zeige ich als erstes diesen Nazar-Grill. Den werde ich aber danach erst essen, aber ich finde das von der Reihenfolge geiler. Besserer Spannungsbogen. Einmal ganz kurz Nazar, das wird auch eine kurze Nummer. Döner auf die Hand, bam, meine Meinung. Und dann kommt direkt die Hamedina. So, also wir sind bei Nazar hier jetzt am Start. Ich sage euch ehrlich, macht da jetzt auch keine Welle draus. Ich werde den ganz normal testen, das jetzt auch auf Undercover rausholen, dann haben wir überall genau die gleichen Bedingungen. Und ich denke aber, das wird ein Standarddöner sein. Wird Haus und Hof drauf wetten, dass es ein Standarddöner ist. Ihr wisst das ja, ne? Oft sage ich, oh, ich glaube, jetzt kommt der beste Deutschlands. Und dann fällt es scheiße aus und andersrum genauso. Wir haben ja alles gehabt. Ich mag es nur, euch meine Gedanken mitzuteilen. Ja, und ich denke mal, der wird ganz normaler Döner sein. Ich bin ja ruckizucki. Okay, ich filme mal eben direkt einmal ab hier den Kollegen. Die haben gemeint, 100% Kalbfleisch. Kommt aus Offenbach? Genau, die kriegen es von der Firma. Von der Firma, okay, aber schon mal ehrlich. Ist ja auch nicht schlimm, Leute. Also die 98% der Läden haben bestelltes Fleisch. Nur ich hasse das immer, wenn die Leute lügen. Zeig mir mal rein, also sieht gut aus. Typische Tzatziki-Soße, vorhin haben wir schon gegessen. Das Fleisch ist gar nicht so typisch, hat so ein bisschen Gyros-Charakter, ich schwöre es euch. Natürlich ist kein Schwein drin, aber wenn ich jetzt zum Griechen gegangen hätte, Gyros bestellt, wäre mir nicht aufgefallen, dass es Kalbfleisch ist, sagen wir mal so. Oder ja, doch, schon, aber man könnte sich täuschen lassen. Ich brauche da jetzt nicht lange rumreden, Leute. Es ist alles Standard. Wir gehen jetzt rüber nach Offenbach, machen da den Test. Ich sage immer Offenbach, wir sind die ganze Zeit in Offenbach. Wir sehen uns jetzt bei Medina. Und dann sehen wir uns hier wieder zur Bewertung aller drei Döner. Zurück bei Medina. Ich warte hier auf einem Parkplatz. Also auch nicht an der Straße, gar nichts. Ich warte, bis der Dominik mir schreibt. Der sagt mir gleich, wie lange er in der Schlange steht und, und. Dann werde ich so auf ganz, ich sag mal, Actionfilmmäßig, sobald er fertig ist, direkt ranfahren, hole ihn ins Auto rein. Dann werden wir direkt den Döner snacken. Ihr seid gleich live dabei. So, ich tue es jetzt langsam los. Ich habe dem Dominik gesagt, er soll mir in dem Moment schreiben, wo der Döner fertig ist. Er nur noch zahlen muss, dann fahre ich davor. Ich schiebe richtig Paras, sage ich euch ehrlich. Ich habe auch eine Mail bekommen von jemandem, weil ich bei einem Instagram-Kommentar, wo ich gesagt habe, okay, ich mache Undercover-Tests auch nochmal natürlich bei dem Laden. Da hat irgendjemand geschrieben, okay, ich kann Undercover-Tester machen. Dann habe ich geantwortet, ja, schreib mir mal eine Mail. Dann hat mir jemand geschrieben und ich war so paranoid, ich habe ihn nicht zugelassen als Undercover-Tester, weil ich dachte nicht, dass der vom Laden ist und mir gestellt wird. Irgendein Kollege von denen, ich habe richtig Hallos gehabt. Ich sage euch das. Ne? Deshalb fahre ich da echt erst gleich hin, wenn der Döner fertig ist. Bei diesem Test kann nichts schief gehen. Auch den Undercover-Agenten hat noch niemand online gesehen. Ich werde ihn wahrscheinlich jetzt auch gepixelt haben, damit wir ihn noch öfter verwenden können. Wie das angehört hat. So, er muss nur noch bezahlen. Bin gleich am Start. Bin gleich am Start. Ich hoffe auch, dass mich niemand aus dem Laden sieht, sage ich euch ehrlich. Vorher gedacht, okay, ich komme da am besten rein danach. Er gibt dir noch Feedback. Habe ich heute keine Lust. Ist einfach mal so. Ich habe da keine Lust, jetzt zu reden, falls er nicht gut wird. Na, da ist er. Oh, wow. Er hat ihn direkt in der Hand. Perfekt, perfekt. Das Feeling sehe ich direkt, wie ich es hatte, als ich ihn das erste Mal geholt habe. Geht natürlich komplett verloren, jetzt ist die Soße da reingelaufen. Das war letztes Mal echt nur oben drauf. Ihr wisst ja, ich feiere ohne Soße. Letztes Mal war es einfach oben drauf, habe ich weggesnackt. Das ist dann nicht mal richtig reingelaufen. Ich fahre jetzt direkt ran und snack den hier um die Ecke. Nochmal für euch, die haben das Fleisch wohl angepasst, noch verbessert. Und das Brot haben die wohl auch verbessert. So, komm, wir gehen eben raus. So, dann snacken wir draußen. Da bin ich mal gespannt. Brot noch deutlich fluffiger als letztes Mal. Was lustig ist, Leute, unabhängig jetzt von besser oder schlechter, ne? Die Soße ist, also das meine ich jetzt nicht mit was lustig ist. Soße ist nur ganz dezent, aber der Geschmack generell vom ganzen Ding ist so krass anders. Fleisch schmeckt anders, 100% anders, viel rauchiger. Also natürlich, die benutzen das Holz. Ich weiß nicht, ob sie es hingekriegt haben, dass das Holz noch mehr aufs Fleisch drauf geht. Hat wirklich so ein bisschen das Feeling, als wenn man Lachs auf so einer Buchenholzplatte zubereitet im Ofen und dann geht ja der ganze Geschmack auf den Fisch drauf. Da ist richtig intensiv dieses Holzaroma drin, ganz krass intensiv. Fleisch anders geschnitten, dicker geschnitten auch als letztes Mal. Und Dominik sagt auch gerade, die Flamme war nicht so hoch heute. Eher so ein bisschen geglüht. Also bis vom Fleisch auch ganz anders. Also ich würde eher sagen, so ein Pfannencharakter beinahe. Wie wirklich so ein Fleisch, was du irgendwie eher mit Messer schneidest, in der Pfanne zubereitest. Aber nicht dieses blättrige, dünne, wie ich es letztes Mal hatte. Schönes Stück Fett gerade gehabt. Also ihr kriegt jetzt ein Gesamtfazit.
von mir Tonbul, Nazar, dem hier, einmal alles zusammengefasst. Wir sehen uns gleich, weil ich fahre ja jetzt erst zu dem Nazar, das habt ihr eben schon gesehen, damit ich euch überhaupt das Gesamtfazit gleich geben kann. Wir sehen uns gleich. Nur noch eben das Feeling, wie es auch bei Dominik rauskam. Seht ihr, nicht cross, gar nichts, hängt da einfach nur so runter. Das ist auch überhaupt nicht cross, weil das ist natürlich, geht nicht. Also das ist natürlich nichts, Leute, ne? Habt ihr gesehen? Und eine Kleinigkeit, die würde ich mir noch wünschen an alle, die auch meine Empfehlung testen. Würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen von dem Trip runterkommt, wenn ihr einen Döner testet und sagt, der Holle hat keine Ahnung. Mehr zu diesem Verständnis dafür, wie unkonstant so ein Produkt sein kann. Es kann so todesunkonstant sein, so ein Döner. Ich habe das schon oft gesagt, andere Mitarbeiter, andere Uhrzeit, Fleisch, anderer Tag. So viele kleine Weichen, die den Brei madig machen können und ein bisschen mehr in die Richtung hingehen. Holle macht ja nochmal einen Undercover-Test. Holle war nur einmal da und dann mit Kamera, das ist klar. Mache ich bei jedem. Kameratest, beweisen sich oder nicht und dann checke ich Undercover ab. Bei meinen Rankings, Deutschland-Rankings, war ich teilweise bis zu 5-6 Mal. Und erst dann kannst du auch wirklich eine ganz zuverlässige Meinung abgeben. Das kannst du nicht, wenn du einmal da warst. Und da bitte ein bisschen Verständnis und schauen, dass so ein Produkt natürlich stark variieren kann. Nur weil ihr hingeht und er das eine Mal nicht geschmeckt hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Produkt einfach nahezu nichts damit zu tun hatte, mit dem Produkt, was ich gegessen habe. Das wollte ich nur einmal gesagt haben. Wir sehen uns jetzt bei der Bewertung. Rudi, einmal von dir nochmal deine Meinung so. Beim letzten Mal fand ich das Fleisch vom Geschmack, es ging ein bisschen mehr in die Tiefe rein. Die Saftigkeit war mehr da. Mhm. Dieses Krosse hatte ich damals schon nicht so extrem, wie bei dir mal erwähnt. Hatte ich heute gar nicht. Gar nicht, ne? Das war jetzt das erste Mal, wo ich mit Soße genommen habe. Muss ich nicht wieder haben. Lieber ohne Soße. Brot, ja, ich persönlich, mein Geschmack ist mir ein bisschen zu lapprig gewesen. Mhm. Gut, Qualität, kann man echt nichts sagen. Aber ich mag es lieber kross, ich persönlich. War jetzt nicht überragend, war jetzt nicht schlecht. Okay, danke dir. Dann werden wir jetzt mal zu meiner Bewertung rüber sneaken. Zu Tonbul erstmal. Tonbul war wieder 10.000 Mal stärker. 10.000 Mal stärker. Leichte Trockenheit noch, die er auch ohne Soße niemals früher hatte. Aber es war immer noch im Bereich, der Döner hat so Spaß gemacht zu essen. Also der hat einfach Intensität gehabt, der hat Geschmack gehabt, auch das Brot, alles. Dieser Knack vom Gemüse oben. 9,1 Punkte für Tonbul. Safe, nicht mehr ganz oben, aber immer noch sehr stark heute. Zu Nazar brauche ich nicht viel zu sagen. Standard-Döner. Also gut, Fleisch war schon so leicht special, aber am Ende des Tages hat sich auch nicht viel getan. Tzatziki-Sauce, alles Standard. Aber ein saustabiler Döner. Kategorie, gehst du immer hin, kriegst einen stabilen Döner, wird sich immer lohnen. 7 von 10 Punkten von mir. 7 von 10. Allerdings kaufen Fleisch ein, dafür habe ich ja mein Nicht-Selfmade-Ranking. Die anderen beiden laufen in meinem Herzens-Ranking, in meinem Selfmade-Ranking zu Yamedina. Ich versuche es jetzt einfach frei raus, ohne mir großen Plan zu machen. Man muss einen Weg finden, wenn man so ein Produkt hat, die Abläufe so zu koordinieren, dass jeder Döner einigermaßen gleich schmeckt. Vor allem die Qualität auch gleich rausgeht. Ich muss ja auch immer ein bisschen bangen um meinen Ruf. Wenn da zum Schluss auf einmal, sei es 10.000 Leute hingehen, nach so einem Video, was 700.000 Leute sehen und alle kriegen kein gutes Produkt, steht mein Ruf auch auf dem Spiel. Und da muss ich sagen, ist es immer ein bisschen ärgerlich, aber ich kann den Jungs auch nichts vorwerfen. Also Grüße gehen raus. Ihr seid die Heftigsten, ihr seid so sympathisch. Und ich habe es jetzt letztens in meinem Burger-Video auch gesagt, aber es gibt keine Freunde bei mir auf Bewertungsbereich. Das darf es nie geben. Sonst freundet sich demnächst bei der Bundesliga der Aitken mit einem Rummenigge an und auf einmal gewinnt Bayern jedes Spiel. Geht nicht. Geht nicht. Also deshalb gibt es keine Freunde auf Bewertungssystem. Also es tut mir vom Herzen weh, aber es hat nichts mit dem Döner. Gar nichts. Absolut nichts mit dem Döner zu tun, den ich letztes Mal gestern wirklich. Und ich kann jeden nachvollziehen, der mir danach geschrieben hat, Holle, das kann doch nicht dein Ernst sein. Das ärgert mich auch im Nachhinein. Man hätte sich das auch denken können, wenn ein Laden so neu ist. Da ist alles neu. Auf einmal kommt ein riesen Ansturm. Die müssen sich erstmal finden. Mehr als eine 7 von 10 kann ich nicht geben. Das ist eine 7 von 10 für mich. Fleisch war einfach zu dick. Biss hat nicht gestimmt. Generell Geschmacksbild nichts. Hättest du mir die beiden Döner verbundenen Augen gezeigt von letztem Mal, dieses Mal, hätte ich gesagt, das ist ein anderer Laden. Das tut mir leid für die Jungs. Es wird einen Test nochmal geben im halben Jahr oder dreiviertel Jahr. Aber erstmal die Quali sicherstellen. Sonst kann ich mit meinem Namen auch nicht, ich stehe mit meinem Namen für das Produkt. Und das geht in dem Fall nicht. Hätte er jetzt weit oben performt, hätte ich auch nochmal mit einem anderen Brot genommen. Und nochmal komplett ohne Soßen, wie ich es vorher hatte. Aber ich habe gleich gemerkt, das macht keinen Sinn. Auch ein anderes Brot, ohne Soßen, Soßen woanders. Lassen wir ihn weg. Abläufe optimieren, Produkt optimieren, dann sehen wir uns hoffentlich da wieder. Kuss an alle, schreibt mir unbedingt für dieses Video eure Meinung rein. Und wie gesagt, lasst unbedingt den Hass weg. Ich will Spaß mit den Videos machen, nichts anderes. Ich will Spaß machen, ich will euch eine Freude bereiten und denkt immer daran, ich will niemandem was Böses. Kuss, gerne auch Daumen oben knallen, lasst euer Kommentar und bis zum nächsten Mal. Und ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt.